Gespannte Stille, dann beginnt es, das zweite internationale Vilsbiburger Papiertheaterfestival. Mit der Ballade vom gestohlenen Mond von Karl Orff, umgesetzt vom Papyrus Mobile. Eine Premiere. Wir waren sehr aufgeregt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir haben jetzt da hinten geschwitzt, aber wirklich, wenn man in die Augen vom Publikum schaut nach der Vorstellung, dann glaube ich, ist das mehr als deutlich geworden, dass wir, wie ich ja vorher gesagt habe, unser Ziel erreicht haben, dass wir das Publikum nämlich mit unserer kleinen Geschichte hier verzaubern konnten. Und das Publikum war verzaubert. Ich finde es toll, dass in so einem Ort überhaupt sowas stattfindet, und ich finde, die hatten einen tollen Tonmenschen, weil der Ton war wirklich überraschend gut. Ich denke, nachdem es ganz neue Bühne ist, ist natürlich noch manches, was man feilen kann und sollte. Und das ist auch das Wichtige, dass man sich eben entwickelt. Es war nett, und für das erste Stück, was die Bühne jetzt auf die Bretter gebracht hat, war es sehr gut. Und ja, ich denke, dass wir doch noch in der nächsten Zeit weitere sehen werden. Genau. Der eben angesprochene Ton wurde von einem Landshuter aufgenommen. Dabei mitgewirkt haben ganze Familien. Theater erfahren durch die Bühne links der Biener, nur 10 Autominuten von Vilsbiburg entfernt. Also am meisten Spaß, muss ich ehrlich sagen, haben eigentlich die Aufnahmen gemacht. Das war total schön, weil ich das auch mit meinen 2 Kindern, die durften auch mitmachen. Und Teamwork, generationsübergreifend, so komisch sich das anhört, aber es macht immer unheimlichen Spaß. Ich habe eine der 4 Burschen gespielt, die den Mond stehlen, und ja, wir haben sehr viel halt bei den Geräuschen mitgewirkt, mit Gläserklappern. Fast den ganzen Tag lang wurde eingesprochen. Aber auch sonst war noch viel zu tun, bis das einstündige Stück aufgeführt werden konnte. Etliche Abende gingen beispielsweise für die Herstellung der Figuren drauf. Den größten Teil habe ich gezeichnet, und der Herr Zobel hat ausgeschnitten, dann wird das auf Sperrholz geklebt und dann wird das noch ausgesägt. Leute waren an dem ganzen Projekt insgesamt 13 beteiligt. Also das fängt an, also ich bin ja Ausbilder und Lehrer in einer Institution für sozial Schwache und Lernbehinderte. Wir haben dort eine Metallwerkstatt. Und ich habe einen ganz super Meisterkollegen, einen Metallbaumeister, der hat also dieses Gestell hier entwickelt für den Vorhang. Vorhang auf hieß es aber auch noch das gesamte Wochenende in der VHS. 5 weitere Papiertheatergruppen zeigten ihre Künste, die übrigens früher einmal in den Adelshäusern, später dann im Bürgertum beliebt waren. Das ist ein Familienunternehmen sozusagen. Zurzeit spielen, gehen auf Tournee meine Frau und ich. Und dann die beiden Töchter haben anfangs mitgemacht. Die sind nun beide schon erwachsen, aber die sprechen mit und gestalten so das mit. Und eine Tochter hat auch die Figuren gemalt. Nach diesem erfolgreichen Festival wird es wohl auch im kommenden Jahr wieder ein Papiertheaterfestival in Vilsbiburg geben.